Hallo, ich bin Martina und in diesem Video kannst du üben, was du zum Konjunktiv 2 schon gelernt hast. Man braucht den Konjunktiv 2 ebenfalls in der indirekten Rede für irreale Konditionalsätze, um Zweifel auszudrücken oder in höflichen Fragen. Beginnen wir wieder mit einer Übung zur indirekten Rede. Du weißt sicherlich noch, dass der Konjunktiv 1 und der Indikativ häufig die gleiche Form haben. In diesen Fällen nimmt man den Konjunktiv 2, um auszudrücken, dass es sich um die indirekte Rede handelt. Diesmal gibst du also die Sätze im Konjunktiv 2 wieder. Wir kommen später. Im Konjunktiv 2 heißt es nun: Lisa sagt, sie kämen später. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Sofatutor.com. Gute Bildung zu Hause.